Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Bravely Default. Warum ich sowas nicht rausschneide, fragt ihr euch bestimmt. Weil ich finde, das ist einfach eine Sache, die, ja, ich nicht vorhersehen konnte und teilweise kann man hier nämlich nicht speichern. Oh, wir haben eine Nebenquest hier. Okay, dann kann ich wahrscheinlich den Selfmaker schon hier machen. Also da komme ich nicht durch, aber da links kommt man durch. Angriff. Ja, okay, sie hat es schon voll sogar. Und du kannst eigentlich auch mal so ein Pikinier schlagen. Okay. Ja, diese Konter, das ist immer. Ich find's ziemlich übel. Aber, naja, für Ringabel bringt's halt was, weil er dadurch Mana kriegt. Da kann ich, wie ich schon in den vorherigen Folgen gesagt habe, genau bestimmen, wie viel Mana er kriegt. So, dann können wir mal hier eine direkte Heilung machen. Oder wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir unsere Truppe wieder hochkriegen. Dann. So. Und den Schaden halbiert. Hi. So. Wow, jetzt blinkt es aber heftigst. Wahrscheinlich das Maximum erreicht. Naja, aber lass mal ihn weiter Mana regenerieren. Können wir ja dann bestimmt gebrauchen, wenn es um Ding geht. So. Und du kannst auch mal heilen dann. Ja, Betörung ist immer gut. Und perfekt. Haben wir es geschafft und er hat Mana wie Sau. Super Trank. Ich hasse die Typen eigentlich, weil so Kontersachen, das ist immer, besonders wenn du nur Nahkämpfer hast und Mana ist halt hier ein Punkt, wo man sagen muss, ja, davon habe ich nicht endlos. Hier soll es angeblich 5 Kisten geben. Ah, da ist noch eine. Und wenn da ein Typ zum Speichern ist, das. Oh, da klotzen wir mal richtig ran. So. Ja, der kann auch nochmal zuschlagen. Komm, betöre! Betöre! Wenigstens tötet sie jetzt 2, komm. Okay. Tja, dann, ich glaube, Blitzra dürft ja schaden. Ja, Blitzra ist der Schwachpunkt. Und Blitzra. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachheilen. Heilen wir doch erstmal alle. Ach, und da bekommt er schon wieder Mana. So.
Ich hoffe mal, die behält ihr Sach, weil das bestimmt heftig. So. Gut, dann von jetzt an wird es nur noch schlimmer. Sieht so aus, als würden wir hier dem Typen gegenüberstehen, dem Salbenmacher. Ich meine, das ist der Einzige, der hier viel zu sagen hat. Deswegen. Ja. Gut. Ja. So, Handy-Nachrichten mal kurz machen. Aber, jetzt muss ich meine Gruppe nochmal sortieren. Mein Performer ist zwar lieb und nett, aber sie muss schon White Mage sein für die Heilung und das Wiederbeleben. Aber sie kann die Performerin als zweites nehmen, weil die Lieder sind eigentlich recht gut. Jobs. Nee, ich mach ihn lieber zum roten Mage. Weil wenn er da Schaden nimmt, dann kann er das anders wieder verwerten. Und Tisch bleibt so. Ich glaube, der Rest dürfte so sein. Ich müsste mal die Ausrüstung checken, ob ich da welche dabei habe. Furcht, Betörung, Verwirrung, Lähmung, Blindheit. Oh, Gift aufheben. Ja, wird zwar ein bisschen schwächer, aber ich glaube, der Typ, der macht ja eh mit Gift viel rum. Ist das auch der Standanhänger? Nicht, dass ich gerade. Ah, doch. Besonders, da stand ja auch ihr. Oh, da hat er auch noch einen. Da habe ich. Okay, ich habe die Dinger im Übermaß. Nee, der hat ja. Da steht ja Gift. Im. Nur Ochsendorfer? Im Westen. So. Ja, da haben zwei Leute unterschiedliche Ansichten. Tja, aber es waren wir. Okay. If my father knew of your deeds, that fat neck of yours would be for the axe, you know. What? Who's that? My name is Adia Lee. Adia Lee? You mean to say you are the Grand Marshal's daughter? I've heard more than enough of your plotting, you black-hearted fiend. Prepare to die! Prepare to die, Edison. The words of a traitor like you mean nothing! Tja.
Werden wir ja sehen, was der Salbenmacher so drauf hat. Ich habe nämlich schon gehört, dass er nicht ohne sein soll. Deswegen verteidigen wir uns erstmal, obwohl. Verteidigen wir uns erstmal. Okay, das bringt also nichts. So. Aber wir werden nicht vergiftet. Lebenselixier. Ach so, ich glaube, damit heilt man sich. Ja, heilt sich ziemlich heftig. So, dann bannen wir das mal und dann. Okay. Also erstmal diagnostizieren wir ihn, wie üblich. Dann plündern wir ihn aus, klauen ihm sein Leben und plündern ihn nochmal aus. Halt. Du hast spezielle Aufgaben. Alle Verbündeten Angriff plus. Einzelangriff, ich glaube, das ist besser. Ja, machen wir das. Schließlich ist er ja auch nur einer. Dann müsste ich wissen, welche Schwäche er hat. Ich gehe mal eigentlich davon aus, keine. Und dann kann ich noch normal zuschlagen. Stärkt Verbündete, heilt. Einzelangriff. Machen wir doch das. Und du kannst dich nochmal verteidigen. 40.000, keine Schwäche, wie erwartet. Mensch. Es konnte nichts gestohlen werden, aber Leben. Und tschüss. Ah, er scheint sich zu verteidigen, wie es aussieht. Bam, 4.000. Okay, plündern wir ihn noch einmal. Greifen so an und Macht der Liebe. Oh je, ich glaube, das ist nicht gut. Oh. Autsch, das war nicht so toll. Jetzt können wir aber endlich mal eine weitere Quest erfüllen, indem wir ihn mit einer Phönixfeder und dem Trank wieder aufbauen. Und du kannst eigentlich einfach mal versuchen, es mal mit Toxin. Ansonsten. So. Schutz. Naja, okay, was habe ich auch daran gedacht? Schließlich ist der ein. Ist der selber einer, der Gift verteilt. Okay. Dann greifen wir mal an. So. Und Fähigkeiten. Ich finde zumindest gut, dass wir diesen Trank genutzt haben. Die ganzen Sachen meine ich. Jetzt kommt, plünder ihn weiter aus. Greift noch an. Diesmal alle heilen. Ah, okay, jetzt hat er sich geschützt. Dunkler Atem. Wieder die 9999. Und da wäre Ringable eigentlich tot. So, diesmal machen wir es anders.
Jetzt haben wir ja Engel und Vitra. Haben wir nichts Besseres? Ne, wir haben nur Vitra. Und du. Ach komm. Damit werden wir eigentlich noch geboostet, weil dann wieder die Musik auftaucht. Wehgetan. Okay, was haben wir hier? Er ist schon auf der Hälfte. Habe ich ihn schon geplündert? Nee. So. Es konnte nichts gestohlen werden. Ein Lebenselixier mischt er sich wieder an. Das können wir nicht zulassen. Und da muss immer noch was. Jetzt machen wir mal die normale Fähigkeit stehlen. Ist, glaube ich, wahrscheinlicher. Nochmal eine Runde. Das. Singen für alle und. Machen wir mal ein Eisra und gucken. Konnte nichts gestohlen werden. Ach verdammt, ich habe ganz vergessen, das zu bannen. Oh, und die Musik ist vorbei. Naja, werden wir uns wohl beim nächsten Mal darum kümmern müssen, ihn zu entbannen und werden sehen, ob wir den Kampf gegen ihn gewinnen können. Bisher steht es eigentlich recht gut, er hat die Hälfte verloren, wir sind noch ziemlich gut dran. Mal sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.